Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir haben jetzt eine Quest, die hier irgendwo sein soll, in einer dieser Seiten hier. You are on a quest to slay the Dreadfire Demon in Verula, call me Jewel, Queen of Skaven. The Verula's lair is said to be southeast of Skaven and you must have killed the beast by Loretta's 26th of Frostfall. Und die ist hier. Da haben wir wieder eine neue Quest. Da wollen wir jetzt hin. 5 Tage braucht das. Da reiten wir jetzt los. Wir müssen dann einen Feuerdämon jetzt bezwingen. Haben wir wieder so ein Dungeon. Aber wir würden wieder 3000 Gold dafür kriegen. Und die Frage ist, werden wir hier wieder von niemanden attackiert oder kommen doch ein paar Gegner mehr hin und wieder mal? Hier zum Beispiel geht es nicht weiter. Hier auch nicht. Ich fände schon schön, wenn hier ein paar Gegner mehr wären. Ich würde sagen, vielleicht speichern wir hier auf einmal nochmal zwischen. So, auf die 2. Boah. Immerhin ein paar Gegner. Das finde ich wiederum gut. Wenn ein paar Gegner kommen. So. Potion of Healing. Das heißt, wir können dann auch Erfahrungspunkte sammeln hier. Nördlich drumherum und dann nach links. Ach, gab's hier ja keinen Weg. Bin ich schlau. Ja, dann gehen wir hier jetzt nach rechts. Ja, hier gibt's nichts. Eine Tür. Nice. Hat aber nirgendwo hinführt. Das ist ja super. Würden die nirgendwo hinführen. Wir gehen erstmal hier geradeaus. Gibt nichts, Kari. Und hier auch nicht. Okay, dann gehen wir mal hier geradeaus. Noch eine Tür. Gibt's Gold. Hallo. Und ein Bracelet. Aber sonst gibt es hier gar nichts. Gibt es noch was? Hoch von nichts. Super. Dann würde ich sagen, wir gehen hier mal hin. Wo auch wieder nichts gibt. Und auch wieder nichts. Das ist ja toll. Da lang. Hier gibt es wenigstens Schatz. Nehmen wir alles mit. Ist das der Dämon? Schnell heilen. Schnell wieder heilen. Ja. Er hat keine Leiche hier.
Ich würde sagen, hier schnell Safe Game, aber hier machen wir auf 3. Müsste eigentlich mehrere Safe Game Speicherplätze machen. Dann wir auf der sicheren Seite sind, das ist. Wow. Boah. So, der hat einen Buckler. Eigentlich müsste ich wirklich mehrere Safe Games machen als nur diese 3, weil die Arena ist dafür bekannt, wenn man zu viele zu oft auf einer Stelle da einen Slot gespeichert hat, dann stürzt es auch gerne mal ab und lässt sich nicht mehr laden. Wie kommt es, dass du nicht von dem Feuerdämon hier zerfickt worden bist? So. 20 Gold. Aber von dem nehmen wir ausnahmsweise dieses Mal nichts mit. Dann wollen wir mal darüber. Was auch nichts hat. Wollen wir mal in den Raum hier versuchen zu kommen? Hier rechts von uns? Hat sich voll gelohnt. Und wieder runter. Und hier geht's ja rein. Hier gibt's was. Und ein Eldenhelm. Nice, gibt's wieder 600 hoffentlich. So, mal schauen. Hier gibt es wieder einen Weg rein. Und wieder was. Gold. Gold ist immer nice. Da wollen wir jetzt mal rüberspringen. Und dann springen wir mal hier rüber. Oh, hier geht's weiter runter. Erstmal will ich hier oben erkunden, bevor wir weiter runter gehen. Hier zum Beispiel. Und noch ein Mark. Mark Forster. Wir haben da hinten noch was sie hier nach Osten gehen. Hier waren wir noch gar nicht. Und gibt's auch gar nichts. Hat sich auch voll gelohnt. Aber geil, wir können gleich noch weiter runter gehen. Erstmal hier Richtung Norden einmal alles sehen. Dass wir nichts übersehen haben. Ist das hier ein Raum oder einfach nur dicht? Ich glaube, das ist einfach nur dicht. Dann lass mal runtergehen. Ja, vielleicht war dieser eine Dämon nicht der richtige, den wir finden mussten. War das nur ein Dämon? Oh, da ist wieder eine Tür irgendwo. Hier geht's nirgendwo weiter. Da ist eine Tür. You sense the fire demon is nearby. Ah, okay. Dann hier nochmal ein Safe Game. Machen wir nochmal auf 3. Wollen wir hin? Gold.
Also der, der oben war, war jetzt nicht der richtige. Das heißt, der ist irgendwo dort, wo ich gerade auf dem Weg war. Das ist ein richtiges Labyrinth hier in dem Bereich. Oh, interessant, dass hier keine Gegner jetzt erstmal spawnen. Wie weit geht's denn hier nach Osten? Komm, wir gehen mal da hier unten rum. Warte, scheiße. Ich glaube, das ist der Feuerdämon. Warum kannst du einfach mal drauf gehen? Tot? You have gained a level of experience. Nice. Okay, das ist jetzt das Basis, was wir haben hier. So, Agility ist minus 1, warum auch immer. Und wir sind hier auf 60. 6 können wir machen. Dann müssen wir hier mal ein bisschen. Ah! Jetzt auf einmal plus 2. Das ballern wir hier rein. Ja. Die legen sich mit mir an, obwohl die gerade gesehen haben, wie ich den Feuerdämon da gekillt habe. So. Wie sie sagen, hier machen wir nochmal ein Safe Game auf die 3. Will ich mal gucken, wie weit wir hier Richtung Norden mal gehen können. Vielleicht finden wir hier noch was. Vielleicht auch einmal kurz heilen. Heiltränke sind manchmal echt für den Arsch. Nur ein Buckler. Buckler brauchen wir nicht. Kommen wir da ran? Ja. Ah, hier scheint schon südlichster Ende zu sein, glaube ich. Ich hoffe, das war jetzt wirklich der Feuerdämon, der gekillt werden musste. Hier haben wir auch schon jetzt. Okay, hier noch nicht, aber. Das meiste schon gesehen. Oh, wieder Gold. Und ein Bracelet, nice. Und hier haben wir die Tür. Und noch eine Tür. Thank you.
Okay. Fehlt nur noch hier der ganze Westen. Einfach Gold. Und ein Belt, nice. Was ist das? Schnell hier. Das ist ein Steingolem? Oder so eine Mumie. Digga. Warum fall auseinander? Ja, gleich killt er mich. Das Steingolem, ja. Okay, aber hier geht es auch nicht mehr wirklich weiter. Vielleicht wir gehen mal kurz schwimmen. Ich glaube mittlerweile, abgesehen vom Vampir, sind wir schon jeden Gegnertypen hier begegnet. Ja, und halt Jagger fahren persönlich halt. Ja, wir gehen mal da rum. Hier ist eine Tür. Da liegt was. 17 Gold. Ja, Mann, wir sind reich. Wir können uns jetzt alles kaufen. Okay, hier geht's auch irgendwie nirgendwo hin. Achso. Ich dachte schon, da wäre direkt noch eine Tür. Direkt dran. Boah. So. 28 Gold, dankeschön. Bell Sword. Hier auch nichts. Ah, den Raum haben wir noch nicht. Da wollen wir mal hin. Das heißt, hier einmal kurz rüberschwimmen. Gibt's auch nichts. Ja, dann heißt das, den Weg hier wieder zurückfinden, ne? Also hier einmal links, durch die Tür, links und dann durchs Wasser und rechts. Hallo, geh auf. So, da können wir wieder gehen. Wo müssen wir hier lang? Hier jetzt Richtung Osten. Und dann kurz vor der Wand rechts und dann wieder links. Optimal. Wir haben dann wir haben jetzt drei neue Gegner hier getroffen gehabt und besiegt. In diesem Level jetzt. So, dann müssen wir jetzt wieder nach Gavin. Ja. Dann
schnell wie möglich Dings abgeben, 3000 Gold mitnehmen, dann können wir den ganzen Schrott hier wieder verkaufen gehen und wohl der ganze Schrott können wir jetzt eben hier verkaufen. Wieder was Geld angeht, gut mit dabei. Warte, wie viele Potions haben wir jetzt? Wie viele Potions haben wir noch? 62. Ja, okay, noch so ein Dungeon würde auf jeden Fall klar gehen. Outside of the city state that in Verula the great fire demon was dead, slain by a valiant lord. You have earned your 3000 gold and a place in the history of Skaven, if not the whole province. The queen and people of Skaven thank you. Nice, but you know that question? I hope you are looking for work because I need to find someone who can do the job right. I am a generous queen and you will be more than fairly paid if you would rescue someone for me. Will you help me? Natürlich! Es gibt wieder 3000 Gold auf mich, oder? 8000 Gold? Ah, man! A terrible fate has befallen Kat'in, my hair parent. I think she has been taken by the blade and secreted in a dungeon to the south. The crypt's name is the Mythcairn's Labyrinth. If you would agree to save my hair parent, I would reward you with 8000 Gold. Be careful, however. I'm sure that the blades will cry and stop you. You must have kept E back before Midas, second of evening star. All my people will notice her absence. I cannot allow that. Harry, good luck. Will you agree? Natürlich 8000 Gold, das machen wir. You are doing a great deed for Skaven, Max. The exact location of the dungeon has been inscribed on your map of Tamriel, so you may travel efficiently. Fair luck be yours, Max. 8000 Gold, den Job machen wir. Wir müssen mehr solcher Jobs machen. 8000 Gold. So, warte, dann müssen wir aber noch einmal zur Magiergilde und uns hier nochmal ein bisschen, was Heiltränke angeht, ausrüsten. Ich glaube, hier waren wir noch nicht bei der Magiergilde. Du sag mal, wo ist denn die Magiergilde? South of here. Okay. Dankeschön.
7. Jetzt kommt das jetzt die Magiergilde. Ja, ich glaube eher das da. Ne, doch nicht. Wo sind die Magiergilde? Vintage Supply Store und The Worms Merchandise. Ey, du, sag mal, Magiergilde, wo sind die? Southwest of here. Nee, Southwest. Diese Richtung. Können wir auch erstmal schauen, ob hier auch wirklich der Belt, Willpower Belt ist. So, bei Potion, na warte, zurück. Erstmal gucken. Ebenerz Belt, also Ebony Belt of Willpower, müsste hier sein. Belt of Willpower. Ist jetzt aber kein Ebony. Nicht Ebony, kein Ebenerz. Ich werde langsam ein bisschen mehr enttäuscht davon. Healing davon haben wir 61, also brauchen wir 39. Ja, 1950, also 2000. Geht klar. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge suchen wir die den Dungeon, der hier noch ein Hammerfell sein soll für die 8000. Das müsste dann wahrscheinlich wie lange bräuchten wir dafür? 17 Tage? Ja, dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!